Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zum heutigen Nachmittag und Abend zu einer Veranstaltung über die UNO-Deklaration der Menschenrechte. Aber diese Veranstaltung wird von mehreren Institutionen getragen, auch der Wiener Gesellschaft für interkulturelle Philosophie, dann auch die Kirchlich-Pädagogische Hochschule Wien-Krems, die Katholische Hochschuljugend und das Institut für Wissenschaft und Kunst. Das sind die Veranstalter. Am 10. Dezember, wir sind knapp dran mit der Veranstaltung terminlich, verabschiedete die UNO die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte mit einer Präambel und 30 Artikeln. Kaum eine andere Erklärung hat eine solche geschichtliche Wirkung entfaltet. Die UN-Deklaration ist bis heute wohl der bedeutsamste Eckpfeiler einer global-ethischen Grundorientierung. Die Menschenrechte sind eine schillernde Einheit von moralischen und rechtlichen Dimensionen. Dies zeigt sich in besonderer Weise in der UN-Deklaration selbst, die auch notgedrungen durch den Druck der USA und der UdSSR noch keine Rechtsverbindlichkeit enthält. Insofern ist ihr Kerngehalt zunächst eher ein moralischer, allerdings genau ein Bekenntnis zum ethischen Universalismus, zielt aber von vornherein auf eine rechtliche Implementierung. Und tatsächlich ist die Nachkriegsgeschichte geprägt durch Prozesse der rechtlichen Implementierung der Menschenrechte, der Europäischen Menschenrechtskommission und anderen Rechtswerken. Diese Dimension wird besondererweise Professor Müller, den ich damit auch herzlich begrüßen möchte, beleuchten. In den anderen Beiträgen liegt der Schwerpunkt auf der Philosophie, also der Philosophie der Menschenrechte. Die Bedeutung einer philosophischen Reflexion über die Menschenrechte ist keineswegs umstritten. Unumstritten, Entschuldigung. Keineswegs unumstritten. Damit sind wir schon mitten im Thema, ja. Bereits bei der UN-Deklaration gab es eine philosophische Gruppe in der UNESCO, die sich um explizit philosophische Begründungen der Menschenrechte bemühte. Und aus diesen Reflexionen ist auch ein Sammelband entstanden, der 1940 erschienen ist, zu dem Jacques Maritain, ein christlicher Philosoph, ein wichtiges Vorwort verfasst hat, das dann auch in die Beratungen zur Deklaration der Menschenrechte eingegangen ist. Dennoch hat die eigentlich zuständige Kommission, die für die Deklaration, für die Formulierung der Artikel und so weiter zuständig war, sich etwas mokiert, so quasi über die philosophischen Ergüsse und Interventionen dieser UNESCO-Gruppe. Es war nicht ganz konfliktfrei, aber es gab eben diese beiden Reflexionsebenen. Die Veranstaltung hier im Otto-Mauer-Zentrum versteht sich in gewisser Hinsicht als Fortsetzung dieses interkulturellen Dialogs, der sowohl in der Kommission als auch in der UNESCO-Gruppe geführt wurde, wo Vertreter, Intellektuelle völlig unterschiedlicher Nationen und Kulturen beteiligt waren. Diese Fortsetzung ist nötig, da damals nicht alle Völker teilnehmen konnten. Manche Völker waren noch unter Kolonialherrschaft. Und dies ist kein unwichtiger Aspekt in den aktuellen Debatten um die Menschenrechte, vor allem von außereuropäischen Philosophie. Wir werden also diese Diskussion der UNESCO hier auf einem aktuellen Niveau fortsetzen. Und ich freue mich sehr, dass wir dazu sehr kompetente Referenten gewinnen konnten.
begrüße Dr. Sarhan Duib von der Universität Kassel, der in Tunesien studiert hat zunächst und in Paris. Er ist ein Spezialist für Menschenrechtsdebatten, Demokratiedebatte im islamischen Bereich, in der auch aktuellen islamisch-arabischen Philosophie. Ich begrüße Professor Heiner Rötz, Professor am Institut für Ostasienwissenschaften an der Ruhr-Universität in Bochum. Er ist einer der Sinologen, die sich in besonderer Weise gerade mit dem heute aktuellen Thema Menschenrechte beschäftigt hat. Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Zusage. Ja, die Genese der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ist, wie erwähnt, aus einem interkulturellen Dialog erwachsen, an dem die Philosophie mitbeteiligt war. Allerdings hat die Kommission, die die Deklaration formuliert hat, mit philosophischen Begründungen sich extrem zurückgehalten. Wir werden das sicher noch in einzelnen Referaten besprechen. Die Reserve und Skepsis gegenüber philosophischen Menschenrechtsbegründungen hält bis heute an. Sie erscheinen oft als bloße Rhetorik gegenüber den harten rechtlichen Prozessen. Nicht nur, weil ich selbst Philosoph bin, scheint mir diese Arbeitsteilung problematisch zu sein. Aus mehreren Gründen halte ich eine philosophische Auseinandersetzung für enorm wichtig. Zwei möchte ich zumindest kurz nennen. Die gegenseitige Verwiesenheit von Philosophie und Recht zeigt sich bereits in der Deklaration selbst. Denn, wie es in der Präambel heißt, reagiert diese Deklaration auf die Verachtung und Verletzung der Menschenrechte, die zu barbarischen Akten geführt hat. Und in einer Situation, wo wie im NS-Staat die Idee der Menschenrechte ausgelöscht ist, bedarf es offensichtlich zunächst einmal auch einer moralphilosophischen Wiederherstellung grundlegender Normen. Und zweitens, obwohl wir heute auf einen jahrzehntelangen Prozess rechtlicher Implementierungen der Menschenrechte zurückblicken können, scheint heute eine philosophische Begründung wieder dringlicher geworden zu sein. Denn in jüngster Zeit sind geistige und politische Bewegungen entstanden, die nicht nur einzelne Menschenrechte oder die Priorität sozialer oder politischer sogar sie unterschiedlich gewichten, sondern die die Idee der Menschenrechte selbst fundamental kritisieren. Und damit droht so quasi einerseits der rechtliche Prozess der Implementierung zwar weiterzulaufen, aber in der zivilgesellschaftlichen Szene quasi sich eine Kluft aufzumachen, dass das Bewusstsein für die Idee der Menschenrechte offenbar im Schwinden ist. Diese Entwicklungen sind sehr heterogen. Sie spielen sich auch mitten in der Philosophie ab, in postmodernen, dekolonialen Theorien, wo die Idee der Menschenrechte als Kulturimperialismus, als Export eines typisch westlich-individualistischen Menschenbildes kritisiert wird, oder in neorechten Bewegungen, die einen autoritären, illiberalen Staat propagieren, die dezidierte Menschenrechte als Ideologie zurückweisen. Das heißt, wir leben heute in einer Situation, wo die Idee, nicht nur Umsetzungen, Gewichtungen, sondern die Idee der Menschenrechte selbst wieder fundamental in Frage steht. Und dies scheint mir ein Anlass zu sein, eine Berechtigung zu sein, die Menschenrechte auch philosophisch zu reflektieren. Soweit zur Einführung. Ich übergebe damit an Dr. Oskar Dangl. Er wird uns durch diesen Nachmittag und Abend führen. Dankeschön. Vielen Dank, lieber Hans, Herr Professor Schelksorn. Begrüße Sie auch alle, die Referenten sind schon genannt worden. Ich erlaube mir, die Studierenden besonders zu begrüßen. Meine Studierenden, die Studierenden von Herrn Professor Schelksorn.
Das finde ich besonders schön, dass Sie da sind und ich darf Sie ermutigen, dann auch an den Diskussionen teilzunehmen. Ich darf ein paar Bemerkungen machen. Nochmals Herrn Universitätsprofessor Dr. Andreas Müller herzlich willkommen heißen vom Institut für Europa und Völkerrecht der Universität Innsbruck. Vielen herzlichen Dank, dass Sie den weiten Weg von Innsbruck auf sich genommen haben. Ja, es ist ja viel weiter als aus Budapest oder aus Krakau. Ne? Die Forschungsschwerpunkte, die Sie verfolgen, lauten internationaler Menschenrechtsschutz und humanitäres Völkerrecht, Völkerstrafrecht und internationale Strafgerichtsbarkeit, völkerrechtliche Aspekte des israelisch-palästinensischen Konflikts und Fragen der Rechtsphilosophie und der Rechtsethik. Ja, ich weiß nicht, ob das fast alles ist, aber... Es gibt schon noch was. Ja, ja, aber das habe ich gefunden. Ja. Von Herrn Professor Müller gibt es zahlreiche Veröffentlichungen auf Deutsch und auf Englisch, zum Beispiel Islam and International Law, gemeinsam mit Marie-Louise Frick, ja, der wir auch ein großes Werk über Philosophie der Menschenrechte verdanken. Bald erscheinen wird, also angekündigt ist, ich weiß nicht, ob es vielleicht schon da ist, das Handbuch der Anwendung des Unionsrechts mit Judikatur in zweiter Auflage. Bald. Ja, bald, aber zweite Auflage, ja, 2019 bei Fakultas. Und heute hören wir einen Vortrag mit anschließender Fragemöglichkeit, ja, und anschließender Diskussionsmöglichkeit von Herrn Professor Müller unter dem Titel Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte zwischen Norm und Verheißung. Bitte, Herr Professor, wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Okay. Schönen guten Nachmittag. Zunächst vielen herzlichen Dank für die Einladung an Kollegen Schelkshorn, zu diesem wichtigen Anlass sprechen zu dürfen und dann auch insbesondere für die überaus freundliche Einbegleitung. Es ist schon gesagt worden, ich bin zuständig gefragt worden, vor allem über die rechtliche Seite der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zu sprechen. Das ist immer noch groß genug, um die halbe Stunde, die ich ungefähr zur Verfügung habe, zu füllen. Aber wir haben ja genug Zeit zu diskutieren, das heißt, Sie können dann alle Aspekte, die bewusst oder unbewusst weggelassen habe, dann noch thematisieren. Wie möchte ich vorgehen? Ganz kurz möchte ich was sagen, es ist schon teilweise angesprochen worden, aber wirklich knapp nur, was zur Genese der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, dann auch relativ knapp zu deren Inhalt, ich will da keine Paraphrase bieten, aber ein paar Aspekte rausgreifen, die mir wichtig erscheinen, um dann, und da möchte ich mich besonders konzentrieren, das ist ja ein bisschen, klingt im Titel an, was zu sagen, klarerweise über den Rechtsstatus der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, was ist das für ein Gebilde, was ist der normative Status der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte damals, als sie geschaffen wurde und heute, 70 Jahre später, 2018. Und dann, und das ist dann so irgendwie der Abschluss oder eher so die Eröffnung, die Hinbewegung zur Diskussion, die Frage der Wirkung, der Relevanz der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Und Sie sehen schon, mit dem Wort Verheißung sind alle möglichen Assoziationen und Konnotationen verbunden. Zur Genese. Am Montag, am 10. Dezember, feiern wir die 70. Wiederkehr des Annahme des Textes, der übertitelt ist Allgemeine Erklärung der Menschenrechte durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen in Paris. Es war schon die Rede davon, dass die internationale Staatengemeinschaft damals deutlich anders ausgeschaut hat als heute. Abgestimmt haben damals 58 Staaten, das ist ungefähr ein Viertel der Staatenzahl, die wir heute haben. Es gab 48 Pro-Stimmen, 8 Enthaltungen, 2 haben nicht abgestimmt, Jemen und Honduras. Interessant ist, wenn man sich die Enthaltungen anschaut, das war im Wesentlichen der Oststaatenblock, das waren die kommunistischen Staaten aus einer Reihe von Gründen. Sie hatten den Eindruck, dass die allgemeine Erklärung der Menschenrechte zu wenig souveränitätssensibel war. Es ging auch um inhaltliche Dinge. Es war zum Beispiel dann ein Recht auf Privateigentum enthalten, in einer Art und Weise, die Sowjetunion nicht befürwortet hat. Enthalten haben sich auch Saudi-Arabien, hauptsächlich wegen des bei der Religionsfreiheit vorgesehenen Konversionsrechts
Und ebenso enthalten hat sich Südafrika, das hat mit der, auch mit der Gleichheitsgarantie in Artikel 2 zu tun, im Hinblick auf die Politik der Apartheid. Aber mit 48 Pro-Stimmen, keiner Gegenstimme, hat diese allgemeine Erklärung der Menschenrechte schon damals ein sehr solides Backing bekommen. Aber, und es ist schon gesagt worden, ist natürlich auch ein Thema, was die Universalität dieser allgemeinen Erklärung betrifft, dass weite Teile der Menschheit vertreten waren durch Kolonialregierungen, dass China, also die, für China hat ja damals gehandelt die Kuomintang-Regierung in Taiwan und nicht das kommunistische China, was ja auch ein bisschen das Stimmverhalten von China erklärt, das dafür gestimmt hat, etc. Also das einmal so als so mal einen gewissen Eindruck, wie die Rezeption damals war. Ich will nicht so sehr auf die Genese eingehen, aber was Repräsentativität betrifft, verdient schon Erwähnung, dass die Vorsitzende des Drafting Committee Eleanor Roosevelt war, die Witwe von FDR Roosevelt, also des US-Präsidenten während des Zweiten Weltkriegs, die dann von Truman, dem Nachfolger, hineinnominiert wurde in das relevante Komitee. Und das immerhin, das war bis heute keine Selbstverständlichkeit und zur damaligen Zeit erst recht nicht, dass eine Frau eine so wichtige Rolle übertragen bekam. Und das hat auch in der Genese der Resolution und der Deklaration zu einigen Herausforderungen geführt. Es waren andere sehr prominente Mitglieder mit an Bord für Frankreich, René Cassin, der spätere Präsident des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, P.C. Zhang für China, Charles Malik für den Libanon, John Humphrey als Sekretär der UNO für Kanada. Also das sind Personen, die die Erklärung, wie wir sie heute vor uns liegen haben, entscheidend mitgeprägt haben, natürlich aufgrund von relevanten Vor- und Begleitarbeiten. Was auch schon angesprochen wurde, und dem möchte ich den dritten Teil des Vortrags widmen, ist, am Anfang war durchaus angedacht oder erhofft, im ersten Wurf auch ein verbindliches Dokument zu schaffen. Also das war zumindest 1945, 1946 im Blick. Es hat sich relativ schnell herausgestellt, auch im Hinblick auf den immer spürbar werdenden Gegensatz zwischen Ost und West, zwischen USA und Sowjetunion, dass das wohl nicht möglich sein wird. Und man hat sich dann relativ schnell begnügt mit der Perspektive einer unverbindlichen, feierlichen Erklärung, die wir dann 1948 auch bekommen haben. Also das einmal so für eine erste Verortung, wie ist es überhaupt zu diesem Dokument gekommen. Wenn wir uns jetzt die allgemeine Erklärung der Menschenrechte als Dokument anschauen, Sie kennen sie wahrscheinlich alle, sie ist auch sehr einmal übersichtlich, sie ist relativ kurz, gesagt worden, eine Präambel, 30 Artikel, ist ein relativ knapper Text, ist auch bewusst so gemacht worden, es gab alle möglichen Entwürfe, auch viel längere, aber das Ziel war ganz eindeutig, einen Text zu schaffen, der strahlt, der strahlen kann, und man war sich dann einig, dass so ein Text kurz sein sollte. Durchaus auch in der Tradition anderer historischer Menschenrechtserklärungen, der französischen, der US-Menschenrechtserklärungen, die sich auch durch besondere Knappheit auszeichnen. Im Vergleich dazu ist die allgemeine Erklärung der Menschenrechte manchmal eh schon wieder ein bisschen kompliziert, aber so ist halt internationale Aktivität und Völkerrecht. Was ich erwähnen möchte, gleich, eben wenn wir so langsam ins Dokument hineingehen, ist, ich rede auch von der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Das ist der geläufige deutsche Begriff. Das steht für Englisch Universal Declaration of Human Rights oder im Französischen ganz ähnlich. Déclaration universelle des droits de l'homme. Und was vielleicht auffällt oder auch nicht auffällt, aber jedenfalls hervorhebenswert ist, dass im Deutschen sich eingebürgert hat, das englische universal oder universell auf Französisch mit allgemein zu übersetzen. Was jetzt vielleicht nicht besonders aufregend erscheint, ich würde auch nicht sagen, dass es problematisch ist, aber ich möchte auf Folgendes hinweisen. Jedenfalls im juristisch-menschenrechtlichen Sprachgebrauch würde man einen Unterschied machen zwischen allgemeinen Menschenrechten und universellen Menschenrechten. Und der Begriff der Universalität, wie wir ihn in der
Deklaration haben, deutet jedenfalls darauf hin, und das ist die Konnotation, die damit verbunden ist und gemeint ist, dass es eine Erklärung ist, die geografisch universell ist, also die für den ganzen Planeten, die ganze Menschheit steht. Wenn man von allgemeinen Rechten, Menschenrechten redet, im Deutschen ist das nicht so klar, und eigentlich ist oft damit gemeint eher allgemeine Menschenrechte im Gegensatz zu speziellen Menschenrechten, also die nur für bestimmte Gruppen von Menschen gelten, Kinderrechte, Frauenrechte oder spezielle Menschenrechte, wir kommen dann auch darauf zu sprechen, bürgerliche Rechte, zum Beispiel im Vergleich zu wirtschaftlichen und sozialen Rechten. So ist es nicht gemeint. Wenn Sie in die allgemeine Erklärung hineinschauen, ist es egal, weil sie sowohl allgemein wie universell ist. Also es beides stimmt. Aber was ich betonen will, ist, und das war ganz wichtig für das Selbstverständnis, nicht nur der Erklärung, sondern des ganzen Projektes, dass man in der Tradition der nationalen Menschenrechtserklärung, also in Anschluss an die darüber hinausgeht und ein universales Instrument schafft, das zumindest vom Anspruch her eine Leistung der gesamten Menschheit ist und auch der gesamten Menschheit zugutekommen soll. Und gleich im direkten Zusammenhang damit, und auch das ist schon angesprochen worden, diese Idee der Menschheit als Autorin, als Verantwortliche und natürlich auch als Begünstigte dieser Erklärung, hat ganz stark damit zu tun, was an historischer Erfahrung unmittelbar den Menschen immer noch massiv im Nacken saß. Und Sie haben es eh schon angesprochen, diese Formulierung gleich in der Präambel, dieser Verweis auf barbarische Akte, der natürlich direkt gemünzt war auf die Verbrechen der Nazidiktatur, auf Erfahrungen des Totalitarismus. Und es ist auch bezeichnend, wir müssen nicht mit Gedenken bis Montag warten. Am Sonntag, also am 9.12., da feiern wir zum 70. Mal den Abschluss der Völkermordkonvention. Die wurde einen Tag vor der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verabschiedet von der Generalversammlung. Und da sehen Sie auch ein bisschen diesen Konnex. Es ist unmittelbar, es war nicht nur, aber insbesondere die Erfahrung des Völkermordes, der Shoah, des Holocaust, die mitbeseelt hat diesen Wunsch, dass man eine positive Antwort darauf finden muss, um das in der Zukunft anders zu handhaben. Und das ist nicht nur für die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, sondern auch für die folgenden Menschenrechtserklärungen und Verträge wichtig geworden. Also Sie können eigentlich in fast jede Präambel hineinschauen, auch in die Präambel der MRK. Auch da wird Bezug genommen auf massive Unrechtserfahrungen, auf die Menschenrechtserklärung eine Antwort sein soll. Und das ist vielleicht auch wichtig, dieser Antwortcharakter von Menschenrechtsdokumenten, dass man den im Blick hat. Und wenn wir bei der Präambel schon sind, auch da gibt sie, also es ist zu Recht gesagt worden, juristische Texte aus vielen Gründen, über die wir wahrscheinlich noch sprechen werden, legen meistens nicht unbedingt offen, was ihre Quellen sind und schon gar nicht ihre weltanschaulichen Quellen. Manchmal legen sie ein bisschen ihre historische Genese offen, und wenn Sie in die Präambel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte schauen, dann werden Sie einen direkten Verweis finden auf die sogenannten Four Freedoms, also auf die vier Freiheiten, die der schon erwähnte US-Präsident Roosevelt, FDR Roosevelt, 1941 geprägt hat. Was meint er mit diesen vier Grundfreiheiten? Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Freiheit vor Angst und Freedom from Want, also Freiheit von Not. Also Sie sehen, nicht nur bürgerliche Freiheiten, sagen wir in einer Lockschen Tradition, sondern auch schon, vielleicht auch für manche gar nicht so selbstverständlich, aber wenn man FDR im Auge hat, schon wieder sinnmachend, sowas wie die Idee von sozialen Grundrechten, Freedom from Want. Also Sie sehen, die Präambel ist schon eine für unsere Diskussionen dann auch danach eine recht interessante Brücke. Wenn man genau hinschaut, sagt sie uns doch einiges, oder nicht einiges, aber ein bisschen was über die weltanschaulichen Grundlagen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Und vielleicht die spannendste Bestimmung in dem Punkt ist, und auch da will ich kurz verweilen, ist der Artikel 1,
wo dieses viel im Menschenrechtsdiskurs viel verwendete, viel gepriesene, viel beanspruchte Wort Würde vorkommt. Auch das verdient besondere Erwähnung. Wir sind ja heute sehr gewöhnt daran, über Menschenwürde zu sprechen. Es hat einen großen Einfluss gehabt, das deutsche Grundgesetz in dem Zusammenhang, dessen Artikel 1 die Menschenwürdegarantie ist, mittlerweile die Europäische Grundrechtecharta hat auch als Artikel 1 eine Menschenwürdegarantie. Aber wenn man auch jetzt historisch schaut, war der Begriff der Würde im Menschenrechtsdiskurs, im nationalen wie dann später im internationalen, gar nicht so selbstverständlich. Da nimmt die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, aber dann sehr prominent mit ihrem Artikel 1, eine besondere Rolle ein. Auch da muss man das, natürlich viele Bezüge, aber eine ganz besondere Rolle spielen da natürlich wieder historische Erfahrungen. Es gab unmittelbar nach 1945 sicher eine große Krise des Rechtspositivismus, also die Idee, dass man mit bloßen rechtlichen Garantien Gesellschaften regeln kann. Es gab ein großes Bedürfnis oder danach brauchen wir nicht irgendwas wie überpositive Kategorien, die uns zusätzlich absichern gegen Diktatur, gegen Totalitarismus. Und in dem Zusammenhang muss man diese Würdegarantie wohl sehen. Allerdings, und da ist die Kritik dann berechtigt, man hat sehr sorgfältig darauf geachtet, es gab nämlich alle möglichen Ideen natürlich in Vocatio Dei, dass man sagt, wieso sind denn die Rechte unveräußerlich? Weil sie von Gott, einem höheren Wesen, gegeben sind. Das wurde dann alles, ich wollte fast schon sagen, natürlich rausgestrichen, weil das nicht konsensfähig war. Und man hat sich dann auf sehr allgemeine, sehr viel offenlassende Begriffe geeinigt, die allerdings immer noch diesen überpositiven Charakter beibehalten haben. Also die sich, sagen wir mal, und das ist eine echte Brücken vom Recht in die Moralität. Und diese Spannung ist uns bis heute geblieben, also Sie wissen das alle, dass im Menschenrechtsdiskurs heute der Menschenwürdebegriff omnipräsent ist, for better and worse, also wird auch für alles und jedes beansprucht, wenn man sich dann fragt, worin die Würde genau besteht, was durch sie gedeckt ist, dann wird es schon viel komplizierter. Und wir haben natürlich im Menschenwürde-Diskurs, ich könnte viel erwähnen, aber ich erwähne nur das Wetzbuch, Illusion Menschenwürde, also auch starke Kritik an der Leistungsfähigkeit und der Verlässlichkeit dieses Konzepts. Das können wir natürlich dann auch noch weiter diskutieren. Ich will aber, weil manchmal der Artikel 1 zu sehr auf diese Würde, auf diesen Würdebezug hingelesen wird, auch erwähnen, dass dort die Rede ist von der Freiheit, der Gleichheit, der Solidarität der Menschen, wo wir doch wieder einen sichtbaren Anklang sehen, Liberté, Égalité, Fraternité, also ein ganz klassische menschenrechtliche Ideen und auch, würde ich sagen, ganz solide auch Rechtsprinzipien. Gleichheit ist kompliziert, aber wir haben, sagen wir mal, vielleicht eine leichtere Vorstellung, oder wir können uns eine leichtere Vorstellung davon machen, was eine Gleichbehandlung ist, als was dann im Einzelfall Menschenwürde vielleicht heißt. Jetzt geht zügig weiter. Wenn wir uns die weitere Erklärung anschauen, hat sie einen Schwerpunkt bei den klassisch bürgerlichen Rechten, in dem Sinn ist sie eher traditionell, also wir haben Verbot der Folter, Meinungsfreiheitsgarantie, Religionsfreiheit etc. Das macht ungefähr 2/3 der relevanten Garantien aus. Interessanterweise auch, vielleicht auch das ein Thema für die Diskussion, eine Asylrechtsgarantie, die weniger hergibt als manche weinen, wenn man sie genauer liest, aber ist doch bemerkenswert. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist der einzige relevante menschenrechtliche Text. Auch da spielt die unmittelbare Erfahrung der Vertreibung im Zweiten Weltkrieg eine Rolle, die eine ausdrückliche Asylgarantie überhaupt enthält. Das hat sie in andere menschenrechtliche Erklärungen dann nicht mehr geschafft. Da waren die Staaten dann schon eher wieder darauf bedacht, sich da nicht irgendwelchen unkontrollierbaren Verpflichtungen zu unterwerfen. Und besonders erwähnen möchte ich aber noch, weil auch das eine atypisch sollte ich nicht sagen. Sie kommt in mehreren Menschenrechtsdokumenten vor danach, aber nicht besonders häufig und ihre Bedeutung wurde dann auch wieder vergessen vielleicht oder überlagert von anderen Interessen, der Artikel 6, wo ausdrücklich verankert ist,
ein Recht auf Anerkennung als Rechtssubjekt. Jetzt kann man sich fragen, wieso ist das als Menschenrecht so wichtig? Da verweise ich auch wieder aus dem Recht hinaus, Hannah Arendt, Recht, Rechte zu haben. Diese Erfahrung der Staatenlosigkeit, also dass Menschen ihrer Staatsbürgerschaft beraubt wurden, ihrer juristischen Anerkennung als Person beraubt wurden und damit der Zugang zum Rechte haben, überhaupt verwehrt war. Weil nur wenn ich überhaupt in den Anwendungsbereich eines Menschenrechtsdokuments falle, kann ich dann von den weiteren Rechten profitieren. Aber natürlich, das stand da historisch nicht vor Augen, aber wenn wir es in die Jetztzeit denken, spielt auch die historische, aber auch die gegenwärtige Frage der Sklaverei eine Rolle. Also das ist ja bei weitem kein Thema, auch wenn das manche weinen, dass erledigt wäre. Und auch da ist uns dieser Artikel 6, sollte uns eine Erinnerung sein, also auch, dass man immer im Auge hat, sind auch wirklich dann alle von den Menschen Rechtsgarantien erfasst, die davon erfasst sein sollten. Schwach aufgestellt ist die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, relativ schwach. Was politische Rechte betrifft, da gibt es einen Artikel, den Artikel 21, der allerdings dann mehr in sich hat, als man meint, nämlich eine Garantie der Demokratie, eine Garantie von freien Wahlen. Auch das war ein Grund für verschiedene Staaten, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte nicht direkt abzulehnen, aber ihr kritisch gegenüberzustehen. Und dann haben wir noch ungefähr 5-6 Garantien, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, inklusive ein Recht auf Erholung und Urlaub. Auch das war nur möglich, bezahlten Urlaub, auch das war nur möglich, weil die Erklärung unverbindlich war. Zum Schluss Artikel 29 und 30, auch das verdient Erwähnung. Das war eine lange Diskussion im relevanten Komitee, aber natürlich auch im Vorfeld. Wenn man ein Menschenrechtsdokument macht, wie hält man es eigentlich mit der Pflichtenfrage? Wir können sagen, einerseits Rechte korrelieren mit Pflichten, wir profitieren von der Gesellschaft, aber wir müssen auch was in die Gesellschaft hineingehen. Und manche haben tatsächlich vertreten, dass ein gesundes Menschenrechtsdokument eine gesunde Balance von Rechten und Pflichten artikulieren sollte. Auf der anderen Seite kann man sagen, naja, erstens ist es ein Menschenrechtsdokument und kein Pflichtendokument, darum müssen die Rechte im Vordergrund stehen. Und noch gravierender oder noch wichtiger, das Risiko ist natürlich, Menschenrechte richten sich gegen den Staat und der Staat ist ja der größte, einerseits der größte Schützer, aber auch der größte Gefährder der Menschenrechte. Und wenn ich zu umfassende oder zu selbstverständliche Pflichten verankere, kann es natürlich sein, dass der relevante Akteur, der Staat, dann sagt, naja, solange du deine Pflicht nicht einhältst oder wenn du deine Pflicht nicht einhältst, dann halt dir auch einmal deine Rechte zurück. Also es gibt auch eine spezielle Missbrauchsgefahr und das hat dazu geführt, dass man es bei einem einzigen Artikel belassen hat, Artikel 29, der ganz allgemein und generell davon spricht, dass jeder Mann, aber das ist trotzdem bemerkenswert, also es gibt in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte auch einen Pflichtenartikel, dass jeder Mann, jede Frau Verpflichtungen hat gegenüber der Gemeinschaft, in der allein die freie und volle Entwicklung der menschlichen Persönlichkeit möglich ist. Und da ist ein bisschen die Idee angesprochen worden und ich denke, da werden wir vielleicht auch noch drüber reden. Das wurde jedenfalls auch breit diskutiert zu der Frage eines kosmopolitischen Bürgerinnenstatus, also nicht nur, das ist nicht nur gemeint auf der nationalen Ebene, dass man sich da als Bürgerin, als Bürger einbringt mit Rechten und Pflichten, sondern auch, zumindest als Idee, auf einer weltgesellschaftlichen Ebene, da klingt vielleicht im Mann noch ein bisschen Immanuel Kant durch, aber das können wir noch vertiefen, was sich da alles niedergeschlagen hat. Letzter Artikel, Artikel 30, auch das möchte ich erwähnen, das ist die Missbrauchsklausel, die sagt nämlich, dass keines der garantierten Rechte so verwendet werden soll, dass dadurch die in der Deklaration garantierten Rechte unterminiert oder beseitigt werden sollen. Und das ist eine wichtige normative Entscheidung im Sinne einer wehrhaften Demokratie, eines wehrhaften Rechtsstaates. Auch das ist eine historische Erfahrung, also in Weimarer Republik zum Beispiel, dass die Menschenrechte nicht zulassen müssen, dass die Menschenrechte durch Missbrauch von Menschenrechten abgeschafft werden. Also das war so ein kurzer Durchgang durch Bestimmungen, die mir wichtig erscheinen, die auch so mal ein bisschen eine Brückenfunktion haben zwischen rechtlichem und überrechtlichem Bereich. Und von der Seite her möchte ich jetzt angehen, die Frage, wie ist es eigentlich mit dem normativen Status
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Und das Erste, was ich vielleicht sagen möchte, ist, dass jedenfalls Eleanor Roosevelt dieses Dokument in allererster Linie verstanden hat als edukatives Dokument, also als Erziehungs- oder Bildungsdokument. Das ist nicht nur ihre Erfindung, wenn wir in die Präambel schauen, ist auch explizit die Rede von by teaching and education, also dass das Dokument vermittelt werden soll durch Lehren und Bilden. Und was vielleicht gerade aus juristischer Sicht positiv an diesem Zugang ist, will ich gleich über den nicht rechtlichen oder den nicht bindenden Charakter der allgemeinen Erklärung sprechen werde, was ja aber dann doch eine negative Annäherung ist. Und ich glaube, eine Motivation für Frau Roosevelt, ganz stark diese Bildungsseite zu betonen, war, dass man nicht zuerst von, sagen wir mal, die Erklärung als defizitär von vornherein angeht und betont, was nicht möglich war oder nicht gelungen ist, sondern ihr positives Potenzial auch als Veränderung von Bewusstsein, Awareness Building, in den Mittelpunkt stellt. Aber jetzt komme ich unvermeidlich zu dem Punkt, die allgemeine Erklärung ist kein rechtsverbindliches Dokument, das war nie strittig. Wenn das strittig gewesen wäre, wäre die Abstimmung nie so ausgegangen. Das war relativ schnell klar, dass auch dieser Kompromisstext in der Form überhaupt akzeptabel war für die Staatengemeinschaft und auch die viel überschaubare Staatengemeinschaft, aber doch auch schon wieder sehr zerrissene Staatengemeinschaft unter der Bedingung, dass dieser Text nicht rechtlich verbindlich ist. Heute würde man sagen, den Begriff gab es damals noch nicht in der Form, das ist Soft Law. Also irgendwie schwirrt der Begriff Recht dann doch mit. Was ist damit gemeint? Ich lasse mich jetzt nicht ein auf die Debatte der letzten Tage. Sie haben das mitbekommen, also mit dem Migrationspakt und dem Flüchtlingspakt haben wir ja gegenwärtige Soft-Law-Instrumente und Sie haben auch wahrscheinlich mitbekommen, dass die Meinungen weit auseinandergehen, wie nah die am Recht sind oder wie weit weg die vom Recht sind. Die allgemeine Erklärung selber sagt, sie sei ein Common Standard of Achievement for all peoples and for all nations. Sie legt jedenfalls eindeutig offen, dass sie nicht rechtsverbindlich sein will. Und dann eben Wirkungen entfaltet in allen möglichen Bereichen, das werden wir diskutieren, auf moralischer Ebene, im Bildungsbereich. Ich stehe aber dann trotzdem dafür da zu sagen, wie ist es jetzt mit der rechtlichen Seite? Das ist nämlich nur die eine Hälfte der Antwort, zu sagen, das Dokument ist nicht rechtlich verbindlich. Über die 70 Jahre ihrer Entwicklung hat die allgemeine Erklärung dann doch relevante Entwicklungen entfaltet und ich möchte relevante rechtliche Entwicklungen oder Wirkungen entfaltet und ich möchte vier Aspekte in dem Zusammenhang ganz kurz ansprechen. Das eine, was damals den vielen schon vor Augen stand, war, dass die allgemeine Erklärung der Menschenrechte so etwas ist wie die Konkretisierung der Charta der Vereinten Nationen. Die Charta der Vereinten Nationen vom Sommer 1945, also muss ich das auch ein bisschen in dieser Dramatik vorstellen, der Zweite Weltkrieg in Europa war beendet mit Mai, ging aber noch weiter im fernen Osten, also war noch nicht beendet. Damals wurde die Charta als Friedensinstrument, als neue Version und leistungsfähige Version des gescheiterten Völkerbundes ins Leben gerufen und es gab am Anfang den Plan oder die Hoffnung, auch ein bisschen nach dem Vorbild zum Beispiel der US-Verfassung, dass man dieser Verfassung der internationalen Gemeinschaft, die Charta so ein bisschen ist, auch einen Grundrechtekatalog gleich mit auf den Weg gibt. Das war natürlich im Sommer 1945 völlig unrealistisch, aber immerhin hat man es geschafft, den Begriff der Menschenrechte an verschiedenen Stellen der Charta zu platzieren. Und das ist deshalb wichtig, weil damit klar war, und das war im Völkerbund nicht klar oder eigentlich das Gegenteil davon, dass die menschenrechtliche Situation in einem Staat keine völlig innere Angelegenheit mehr ist, sondern ein legitimes Thema für die internationale Debatte. Aber wenn man Menschenrechte in die Satzung hineinschreibt,
ist natürlich die Frage, was ist mit Menschenrechten gemeint? Und es war eben durchaus das Verständnis, dass diese an sich unverbindliche Erklärung von 1948, würde ich sagen, eine semi-authentische Interpretation des Begriffs Menschenrechte in der verbindlichen Charta ist. Also da haben Sie eine normative Brücke des an sich unverbindlichen Textes ins verbindliche Recht hinein. Und das ist bis heute eine Haltung, die viele befürworten. Ist ein bisschen die Frage, wie weit das geht. Die Generalversammlung hat nicht die Macht, mit einer unverbindlichen Erklärung definitiv festzulegen, was ein Begriff in der verbindlichen Charta heißt. Aber das ist jedenfalls ein relevantes Element, dass der allgemeinen Erklärung rechtliche Bedeutung gibt, über die bloße unverbindliche Erklärung hinaus. Zweiter Punkt, Stichwort Gewohnheitsrecht. Im Völkerrecht, jetzt ohne da zu sehr in die Details zu gehen, ist anerkannt, dass Recht entstehen kann über konstante Übung, kontinuierlich konsistentes Verhalten von Staaten, verbunden mit der Überzeugung, dass das Recht sein soll. Und es wird breit vertreten und ist auch anerkannt, dass ein ganz großer Teil der Rechte, die in der allgemeinen Erklärung angesprochen sind, über Staatenpraxis mittlerweile völkergewohnheitsrechtlichen Charakter haben. Das gilt nicht für das Recht auf bezahlten Urlaub. Das gilt insbesondere auch nicht für das in Artikel 14 enthaltene Asylrecht, aber das gilt zum Beispiel für Meinungsfreiheit, Folterverbot etc. Und unmittelbar mit diesem Gedanken verbunden, das ist das Dritte, was ich erwähnen möchte, ist, dass die allgemeine Erklärung der Menschenrechte natürlich eine Vorbildwirkung entfaltet hat und ein Schatz war für spätere vertragliche Verhandlungen und verbindliche Menschenrechtsakte. Das erste, wenn Sie so wollen, Kind, historisch erste Kind der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, der erste relevante Text war 1950, kein universales Instrument, sondern ein regionales, die Europäische Menschenrechtskonvention, die sich auch ausdrücklich auf die Allgemeine Erklärung beruft. Und diese Übersetzungsleistung erbringt vom Unverbindlichen ins verbindliche Recht hinein. Das war sicher eine große Leistung, aber man sieht gleich die Beschränkungen. Das war nur möglich, die MRK war ja damals kein gesamteuropäisches Projekt, sondern ein westeuropäisches, wo man eine relativ hohe ideologische Homogenität hatte. Da konnte man sich dann eben zum Beispiel auf die Eigentumsgarantie einigen und dergleichen. Und der Preis, den man gezahlt hat, war nicht nur die regionale Beschränkung, sondern auch den Verlust der Allgemeinheit, weil die MRK ist bis heute ausschließlich eine Garantie von bürgerlichen Rechten, also von bürgerlichen Freiheitsrechten und ein bisschen politische Rechte. Aber da hat man sie, was die Ideologie dann auch von Westeuropa war, von der verbindlichen Garantie von wirtschaftlichen und sozialen Rechten gleich einmal verabschiedet. Also diese Universalität und Allgemeinheit, die allgemeine Erklärung als unverbindliches Dokument verkörpert, war nicht übersetzbar direkt in verbindliches Recht, sondern am Anfang jedenfalls nur um den Preis regionaler Beschränkung und einer Spezialisierung auf bestimmte Rechtetypen. Wir haben seitdem eine lange Entwicklung, das werde ich jetzt natürlich nicht nachvollziehen, was wir an Menschenrechtsdokumenten haben, aber wir haben natürlich in den meisten Kontinenten, aber da werden wir später dann bei den Spezialreferaten noch drüber reden, regionale Menschenrechtspakte, die gewisse Nuancierungen aufweisen. Aber wie gesagt, das möchte ich jetzt weglassen. Vierter Punkt, den ich schnell erwähnen möchte, in der juristischen Praxis besonders bedeutsam ist das Instrument der konformen Interpretation, weil Rechtsnormen wie menschliche Sprache auch sonst auslegungsbedürftig ist und eine Rolle spielt, was ziehe ich heran zur Auslegung. Und es ist bis heute so, dass die allgemeine Erklärung der Menschenrechte bei der Auslegung von verbindlichen Menschenrechtsdokumenten und anderen Dokumenten eine wichtige Rolle spielt. Und das ist vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz so sichtbar, aber es ist mir wichtig, das zu erwähnen, weil das in, sagen wir mal, im juristischen Handwerk eine große Rolle spielt, diese Wirkung auf Ebene der konformen Interpretation. Letzter Punkt, zu dem Punkt normativer Charakter, so ein bisschen auch als Ausblick gedacht und auch vielleicht in manchem als Weg,
zurück an den Anfang. In jüngerer Zeit wurde versucht, aber nicht in jüngerer Zeit, in den 90er Jahren vor allem wurde versucht, das ist auch schon wieder her, ein bisschen her und ganz bewusst in den 90er Jahren, nach dem Ende der Auseinandersetzung zwischen Ost und West, in diesen 10 Jahren, wo in der internationalen Kooperation auch vieles möglich war, in dieser ganz stark multilateralistischen Zeit, die aus heutiger Sicht schon wieder eben so fern scheint, da wurde der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte durchaus das Potenzial zugestanden, sowas Teil des Nukleus zu werden, einer echten Konstitutionalisierung des Völkerrechts, also der Idee, dass man wie im innerstaatlichen Recht auch im Völkerrecht einen Verfassungstext hat, der wäre einerseits natürlich ganz stark die Charta der Vereinten Nationen, die über Artikel 103 der Satzung tatsächlich auch einen normativ höherrangig ist als das normale Völkerrecht. Also da hätte man schon so konstitutionelle Elemente. Und da heute wesentliche Teile der Menschenrechte als sogenanntes Jus cogens gelten im Völkerrecht, als sogenanntes zwingendes Völkerrecht, das Vorrang hat gegenüber dem normalen Völkerrecht, also einen Stufenbau auch der Völkerrechtsordnung, da haben manche gehofft, dass die allgemeine Erklärung der Menschenrechte tatsächlich sowas werden kann im Völkerrecht wie ein konstitutionalisierter Grundrechtskatalog. Und damit hat man die Hoffnung verbunden, das läuft dann unter dem Stichwort Humanisierung des Völkerrechts, nicht so sehr im Sinne von, das Völkerrecht wird menschlicher, sondern richtet sich stärker aus auf uns, also im Sinne von weg von den Staaten, weg vom Fokus auf die Staaten, also weg von der Internationalität, der Zwischenstaatlichkeit hin zu einem stärkeren Fokus auf das Individuum, auf die Menschen. Was in den 90er Jahren als Denkweise so populär war, aber muss sagen, wenn man genauer schaut, auch da hauptsächlich in Europa und auch da wieder besonders stark im deutschsprachigen Raum, weil es halt, sagen wir mal, vor allem dann waren da ganz stark deutsche Verfassungsrechtlerinnen und Verfassungsrechtler oder Völkerrechtlerinnen und Völkerrechtler, das ist verflogen und davon ist viel nicht mehr übrig. Also es bleibt, denke ich, für einen Moment bei den 4 genannten Wirkungen rechtlicher, wo rechtliche Relevanz der allgemeinen Erklärung spürbar wird und die sind aber auch wirklich relevant. Kommt zum letzten Teil und fasse mich kurz. Verheißung. Was ist uns jetzt eigentlich von der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte geblieben nach 70 Jahren? Also wir feiern am Montag, also nicht nur jetzt gerade, weil wir zu den 70 Jahren zusammenkommen, sondern jedes Jahr den Internationalen Tag der Menschenrechte, das zu Ehren dieses besonderen Dokuments. Sie haben schon angesprochen, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist unbestritten heute, ich glaube tatsächlich unbestritten, das autoritativste Menschenrechtsdokument, das wir haben, unabhängig davon, ob es rechtlich verbindlich ist oder nicht, einfach weil es die unmittelbare Antwort war der Staatengemeinschaft, der internationalen Gemeinschaft auf die Gräuel des Zweiten Weltkriegs, auf den Nazi-Totalitarismus und aber eben, weil es ein, wollte ich mal sagen, wirklich universales, es ist wirklich, nehme ich zurück, aber doch ein universales Dokument war. Norbert Bobbio hat gesagt, die allgemeine Erklärung sei etwas völlig Neues in der Geschichte der Menschheit. Das würde ich so nicht teilen, also nehmen Sie es ein bisschen auch von nachher als Diskussionsanstoß, wie neu oder wie revolutionär und umwälzend die allgemeine Erklärung der Menschenrechte wirklich war. Es ist jedenfalls, liest man an vielen Orten, das am meisten übersetzte Dokument, das es gibt auf der Welt, also das ist vielleicht auch erwähnenswert. Noch einmal zur rechtlichen Relevanz. Auf universaler Ebene ist die Entwicklung nicht stehen geblieben. Sie ist eingefroren worden. Nach 1948 war weltweit auch ein bisschen die Luft heraus. Wir denken Sie Koreakrieg, also der sogenannte Kalte Krieg wurde dann auf einmal sehr heiß. Die ganz massive nukleare Konfrontation. Eben Westeuropa hat dann für sich klein weitergemacht und die MRK gebildet. Erst nach dem Tode Stalins kam dann wieder so ein bisschen Bewegung in die Sache, da wurde dann wieder ein bisschen ernsthafter verhandelt und erst 1966, also 20 Jahre später, kam es dann auf weltweiter Ebene tatsächlich, also dann auf universaler Ebene, tatsächlich zu einem verbindlichen Menschenrechtsinstrument oder dann interessanterweise zu 2, nämlich den beiden Pakten, dem Pakt
über die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte und dem internationalen Pakt über die bürgerlichen und politischen Rechte, die den Gehalt, also die Allgemeinheit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte aufbrechen in zwei getrennte Instrumente. Aus einer Reihe von Gründen, die vertiefen sich, das können wir in der Diskussion dann noch weiter erörtern. Und die drei Dokumente zusammen, also die unverbindliche oder teilverbindliche Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und die zwei Pakte von 1966, die werden typischerweise, ist untechnisch, aber überall bezeichnet als die International Bill of Human Rights, weil die diese Hoffnung oder dieses Programm der Charta von 1945 einlösen, auf universaler Ebene die Breite der Menschenrechte verbindlich, völkerrechtlich verbindlich zu vereinbaren zwischen den Staaten. Und wenn man die alle drei übereinander legt, dann hat man eine halbwegs akzeptable Verwirklichung dieser Idee. Meine letzte Bemerkung in dem Zusammenhang ist, also man kann sicher sagen, dass die allgemeine Menschenrechtserklärung, wenn man alle die Dinge zusammenliest und zusammennimmt, die ich gesagt habe, bis heute das Flaggschiff ist im Gebiet des internationalen Menschenrechtsschutzes. Das ist im Völkerrecht ein riesiges, irrsinnig dynamisches Gebiet. Bei allen Problemen, die es gibt, bei allen, das wissen wir alle, systematischen Menschenrechtsverletzungen, die wir haben auf der ganzen Welt. Allerdings ist das Korpus des verbindlichen Völkerrechts in dem Bereich über die Jahrzehnte irrsinnig angewachsen. Wir haben nicht nur auf globaler Ebene Menschenrechtskonventionen, wir haben in den meisten Weltregionen, also in Europa 1950, dann haben wir in Amerika 1969 die amerikanische Konvention, also einen verbindlichen Text über Menschenrechte, in Afrika 1981 die Banjul Charter, ASEAN macht ein bisschen was in die Richtung, wir werden ja, denke ich, noch gesondert reden über die islamische, die arabische Welt, das fange ich jetzt gar nicht an, aber mit der revidierten arabischen Menschenrechtskonvention haben wir auch eine relevante Garantie. Wir haben spezialisierte Menschenrechtsgarantien, Frauenrechtskonvention, Kinderrechtskonvention, Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, vielleicht irgendwann eine spezielle Menschenrechtskonvention für die Rechte von älteren Menschen, das ist dazu mal im Moment ein großes Thema im internationalen Menschenrechtsschutz. Zum Schluss, und ich komme jetzt wirklich zum Schluss, und auch, sagen wir mal, als vielleicht Anstoß für die Diskussion, will ich drei Herausforderungen nennen, drei große Herausforderungen, denen der internationale Menschenrechtsschutz besonders gegenübersteht, vor allem, wenn man ihn versteht im Lichte der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, also diese Idee, die damals sichtbar oder manifest wurde, dieses universalen Anspruchs der Menschenrechtsidee. Ein Thema, das ist schon angesprochen worden und da kann ich mich wirklich kurz fassen, weil Sie dem, glaube ich, viele folgende Referate und Diskussionen ohnehin widmen werden. Das ist die Spannung zwischen Universalität und Interkulturalität, also die ganze Frage, ist das, was wir in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte haben, wie es damals schon gesagt wurde, zum Beispiel von Saudi-Arabien und anderen, ist es einfach ein westliches normatives Programm, das da festgeschrieben wurde und jetzt allen aufgebürdet wurde, nur weil wir uns auf kein anderes einigen können? Ist das zu sehr fokussiert auf das Individuum, auf diese Form von westlicher Liberalität? Und wir haben da interessante Dinge, die eben zum Beispiel die Banjul Charter, die afrikanische Menschenrechtskonvention redet dann ausdrücklich schon im Titel von Rechten der Menschen und der Völker, um eine neue Balance zwischen Individualität und Kollektivität zu schaffen, enthält gleichermaßen Rechte wie Pflichten, um auch da aus ihrer Sicht ein besseres Gleichgewicht zu schaffen. Wir haben zum Beispiel, das war ja eben für Saudi-Arabien schon strittig, beinhaltet die Religionsfreiheit zwingend ein Recht auf Konversion, kann man das so sagen, oder muss sie sowas interkulturell irgendwie einpreisen und Spielräume geben? In dem Zusammenhang möchte ich nur erwähnen, die Wiener Erklärung von 1993,
ein weiteres unverbindliches Dokument, aber auch sehr wichtig, wo sich die internationale Gemeinschaft auf die Formel geeinigt hat, die eigentlich heute noch gültig ist. Die Menschenrechte seien universal, unteilbar, interdependent und aufeinander bezogen. Auch ein Formelkompromiss. Man hat, also es gibt auch auf völkerrechtlicher Ebene eigentlich relativ gut abgesichert die Universalität der Menschenrechte. Aber was das genau heißt, weiß dann im Einzelnen niemand und da spielen sich heute wichtige Diskussionen ab. Zweiter Punkt, zweite Herausforderung, auch das ist schon angesprochen worden. Ich will jetzt die Regime gar nicht beim Namen nennen, aber wir haben von verschiedenen Seiten, von verschiedenen politischen Ausrichtungen her ganz grundsätzliche Anfragen auch an das Projekt der Menschenrechte. Es ist von illiberalen Demokratien die Rede, auch in dem Sinne, dass man sich vielleicht stärker fokussieren soll auf Demokratie und dann offen lassen soll, ob man dann lieber eine liberale oder eine nicht so liberale oder eine anders liberale Demokratie möchte. Dahinter steht dieses riesige Thema, das natürlich für die Menschenrechtsfrage ganz bedeutsam ist, des Verhältnisses von Mehrheit und Minderheit. Menschenrechte schützen natürlich auch die Mehrheit, weil alle Menschen sind, aber insbesondere sind Grundrechte, Menschenrechte wichtig für Minderheiten. Also wenn man nicht ohnehin im politischen Establishment sitzt und sich die Dinge vielleicht auf der Ebene schon richten kann. Und ja, ich stelle es nur für die Diskussion in den Raum. Dritter Punkt, und damit lasse ich es, ist die Frage, weil man ja, oder wir uns beim Vortrag ja auch, sich in dem Bewusstsein gesonnt hat, wenn wir das alles schaffen, wenn wir das Versprechen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte einlösen, das wäre ja dann eine ganz unglaubliche Kulturleistung, dann könnten wir uns zufrieden zurücklehnen. Aber wir müssen natürlich auch fragen, was machen wir mit dem Vorwurf des Anthropozentrismus der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, des Speziesismus? Also die Frage, ist es gerechtfertigt, solche Berechtigungen nur uns Menschen zuzugestehen? Müssen wir das in irgendeiner Art und Weise erweitern auf Tiere? Da kommt die ganze Diskussion hinein. Eben ist die ganze Menschenrechtsbewegung, wie Sie es schon im Namen sehen, zu sehr auf den Menschen konzentriert, eben die individuelle Person. Was ist mit ökozentrischen, mit biozentrischen Ansätzen, die ganze Diskussion, soll es sowas geben wie Rechte der Natur? Kann man das überhaupt denken? Da gibt es gerade in Lateinamerika viele neue Ansätze, die versuchen aus ihrer Sicht eine Rebalance zu schaffen im Menschenrechtsdiskurs. Also das nur als Anstoß für die Diskussion, wo ich mir relativ sicher bin, was bleiben wird für ganz absehbare Zeit. Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte wird diesen Flaggschiff-Charakter nicht verlieren. Es ist nicht absehbar, dass wir, ich glaube, da kann ich für alle sprechen, zu unseren Lebzeiten einen ähnlich großen Wurf erleben werden. Und ich will bewusst in einem, sagen wir mal, positiven Sinne schließen. Das ist eine ganz große Leistung. Und wir sollten von dem Schatz, den wir da haben, bewahren und weiterentwickeln, was immer geht. Danke. Vielen herzlichen Dank, Herrn Professor Bauer, für den grandiosen Vortrag. Dankeschön. Und jetzt gibt es die Gelegenheit, Stellung zu nehmen. In Österreich hat die irische Mission eine große Rolle gespielt. Bei uns aber auch ein ganz hervorragender Ire, der Kolumban. Der hat um 650 gesagt, nimmst du die Freiheit, nimmst du auch die Würde. Das heißt, der Würdebegriff ist so neu eigentlich nicht. Und jeder Mensch, der die Erfahrung macht, dass seine Würde verletzt wird, leidet sehr darunter. Also ich habe als Arzt sehr viele Mobbingopfer, ich war auch Betriebsarzt, Mobbingopfer behandelt und die haben entsetzlich darunter gelitten, sind auch krank geworden deswegen, weil ihre Würde verletzt wurde. Und selbstverständlich ist ein Geschäftsführer dafür zuständig, dass die Würde in seinem Betrieb gewahrt ist, ein Primararzt dafür zuständig, dass die Würde in seiner Abteilung gewahrt bleibt, von allen beteiligten Mitarbeitern und Patienten. Jeder Polizist ist dafür zuständig, dass die Würde im öffentlichen Bereich gewahrt ist. Und soviel ich weiß, ist auch im alltäglichen Gesetz
Rechtspflege die Verletzung der Würde strafbar. Also insofern ist ein wichtiges Prinzip der Menschenrechtserklärung alltägliches Recht geworden. Dankeschön. Ja, danke für den Beitrag. Vielleicht war ich da missverständlich. Also mir ist es nicht darum gegangen, zu schmälern die Relevanz von Würde, weder im außerrechtlichen Bereich noch im rechtlichen Bereich. Mein Punkt war, dass in Menschenrechtsdokumenten oder im Menschenrechtsdiskurs interessanterweise bis zur allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Würdebegriff weniger präsent war, als man das heute oft meinen würde. Wir haben uns daran gewöhnt, dass Würde sowas ist wie ein Supermenschenrecht oder ein Metamenschenrecht. Und Sie haben ja selber durch die Beispiele, die Sie genannt haben, gesehen, ich kann eigentlich fast alle menschenrechtlichen Garantien als Manifestation, also als Teilaspekt der menschlichen Würde ansehen. Natürlich ist die Meinungsfreiheit, dass ich mich äußern kann, dass ich mich in die Gesellschaft einbringen kann, auch im Sinne der Kunstfreiheit, ist es ein Aspekt meiner Würde als Person, dass ich am Arbeitsplatz, also wenn ich mich beruflich verwirkliche, das in adäquater Weise tun kann und nicht gemobbt werde, ist auch ein Teil meiner Würde. Dass ich, wenn ich vom Staat verhaftet werde, dass das in einer Art und Weise passiert, die meine körperliche Integrität, aber auch meine emotionale Integrität nicht beschädigt, ist auch ein Aspekt der Würde. Also an das haben wir uns heute ganz selbstverständlich gewöhnt und das macht auch das Sinn, das kann man so machen. Mein Punkt war, dass die allgemeine Erklärung der Menschenrechte einen Beitrag dazu geleistet hat. Das hat das deutsche Grundgesetz übernommen. Ich glaube, dass das, also auch über Deutschland hinaus, dass vor allem das deutsche Grundgesetz da eine ganz, was den Export dieser Idee betroffen hat, eine ganz große Rolle gespielt hat und immer noch spielt. Ich wollte aber auch nennen, dass man sich damit aber auch Herausforderungen einkauft. Weil wenn man sich dann genau fragt, was ist die Würde, wo sind die Grenzen der Würde, was ist die normative Basis der Würde, da stehen wir ja tatsächlich vor großen Herausforderungen. Das wird heute auch rege diskutiert, wie man mit diesem Begriff umgeht. Und manche sagen dann, ist es nicht besser, wenn man sich stärker konzentriert wieder auf die individuellen Menschenrechte, weil all die Probleme, die Sie angesprochen haben, kann man auch angemessen bewältigen, wenn man einen, sagen wir mal, umfassenden Menschenrechtekatalog hat, der eben die einzelnen Aspekte menschlicher Existenz entsprechend schützt. Und nur zu dem Punkt mit der Strafbarkeit, also zumindest im österreichischen Recht würde ich sagen, gibt es keine direkte Bestimmung, die die Verletzung der Würde als solche bestrafen würde. Wir haben Regelungen, die schützen, wenn jemand beleidigt wird, also wenn meine Ehre verletzt wird, wenn in anderen Bereichen meine Würde verletzt wird, aber immer bezogen auf spezielle Lebensbereiche, weil das auch kaum zu benennen ist, was eine Würdeverletzung ganz allgemein wäre. Bitte. Ah, Moment. Ja, Sie sind dran, ja. Ich würde ganz gerne drei Punkte machen. Das erste ist die Übersetzung des Wortes universal mit allgemein. Also damals waren ja deutsche Juristen und österreichische Juristen nicht dabei, weil ja Deutschland und Österreich noch nicht Mitglied waren und so weiter. Also ich hätte universal sicher nicht mit allgemein übersetzt, denn das deutsche Wort allgemein bedeutet ja mindestens drei Dinge. Einmal bedeutet es unverbindlich. Dann bedeutet es, wenn zum Beispiel unverbindlich. Die zweite Bedeutung ist, wenn einer Allgemeinheiten sagt in einem Vortrag, er sagt Allgemeines und Allgemeinheiten, das heißt, er ist ein Schwätzer. Und drittens bedeutet es umfassend. Also meines Erachtens wäre die korrekte Übersetzung umfassende. Man hätte natürlich auch sagen können, internationale Erklärung. Aber das Wort allgemein ist aus meiner Sicht eine schlechte Übersetzung. Aber das ist bitte mein Gefühl, Sie mögen ein ganz anderes haben. Es hat sich natürlich eingebürgert und so weiter und so fort. Es ist da, aber trotzdem würde ich doch gerne darauf hinweisen, aus meiner Sicht ist es eine schlechte Übersetzung. Das zweite ist eine Frage, wer waren denn eigentlich die geistigen Väter? Sie haben ja also René Cassin erwähnt und ich könnte mir vorstellen, dass damals in der Tat Frankreich nach dem Zweiten Weltkrieg wieder mal brillieren wollte, sodass in der Tat Frankreich hier eine größere Rolle gespielt hat. Und René Cassin hat natürlich einen großen Namen. Und mein dritter Punkt ist,
Das Problem der Menschenrechte ist natürlich auch die enorme Flexibilität. Menschenrechte können nur existieren letztlich im Rahmen der Gesetze. Also Meinungsfreiheit erlaubt natürlich nicht, dass ich andere Leute verleumde, beleidige und so weiter und so fort. Deswegen haben wir auch die Tatsache, dass die Stalin-Verfassung ist voller Menschenrechte. Und was hat es genutzt? Ja, nichts hat es genutzt. Also ich meine, das sind oft also wunderbare Dinge, die aber in Praxis leider wenig bringen. Besten Dank. Danke. Zum ersten Punkt, also da kann ich nur zustimmen. Vielleicht noch zwei, drei historische Anmerkungen. Am Anfang ist das Projekt teilweise tatsächlich gelaufen unter International Declaration of Human Rights. Und dann hat es aber jetzt auch schon im Englischen und im Französischen die Entscheidung gegeben, auf Universal zu wechseln, um diese Aspiration des Dokuments über bloße Zusammenarbeit bestimmter Staaten hinaus, um eher in Richtung dieser Gesamtmenschheitsidee zu stärken. Das ist ein bisschen die Konnotation von Universal. Es waren interessanterweise, war deutsches Rechtsdenken in der Genese der Erklärung präsenter, als man denken würde, nämlich über bedeutende Juristenpersönlichkeiten, deutsche Juristenpersönlichkeiten der Weimarer Republik, die emigriert sind. Zum Beispiel Ernst Rabel, der ein ganz führender Iberler war, hat wie andere auch über die USA da relevanten Einfluss gewonnen. Das ist auch ein ganz interessanter Bereich forschungsmäßig. Und jetzt noch zum Allgemeinen. Also ich habe versucht zu zeigen, also im internationalen Menschenrechtsschutz hat das allgemein, jetzt im Sinne des Englischen General, hat eine technische Bedeutung. Man meint damit spezielle Menschenrechte für spezielle Gruppen oder spezielle, also bürgerliche Rechte, wirtschaftliche Rechte, soziale Rechte, im Gegensatz zu einem Dokument, das in dem Sinne allgemein ist, also das wäre im Sinne umfassend, dass alle Typen von Menschenrechten durchaus abgedeckt sind. Also wie wir zum Beispiel in Österreich vom ABGB, vom Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch reden, weil es eben alle Aspekte, fast alle des bürgerlichen Lebens regelt. In diesem Sinne ist das ist eingebürgert, allgemeine Erklärung der Menschenrechte, sowohl allgemein wie universal, insofern ist es nicht schlimm, aber das war der Punkt, wenn man genau ist, ist allgemein keine gute Übersetzung für Universal. Zweitens, geistige Väter, da gibt es ganz umfassende Studien, wer sich da schon länger davor eingebracht hat, wer dann in den entscheidenden Phasen relevant war. Ich denke, da werden wir ja auch noch einiges hören. Also ein wichtiger Punkt war mir der mit den nicht nur die geistigen Väter, sondern auch die Mütter, weil zum Beispiel Eleanor Roosevelt ganz bedeutsam, also das ist unbestritten, in der Ermöglichung dieses Textes eine Rolle gespielt hat. Die USA waren natürlich insgesamt sehr wirksam, nicht nur wegen des politischen Führungsanspruchs, sondern auch, weil sie eine eigene spezielle Tradition in diesem Zusammenhang mit ihrer eigenen Bill of Rights, und viele Amerikaner haben sich vorgestellt, dass man doch eigentlich am besten die nimmt und halt das Nötige ändert. Frankreich hat natürlich über die 1789-Erklärung ähnlich viel einzubringen, also das ist ganz hier so. Lateinamerika war aber auch sehr engagiert, aber auch Individuen wie eben Malik und andere, die haben sich da, also das war dann auch ein buntes Durcheinander. Dritter Punkt, die Flexibilität, das ist natürlich eine riesige Herausforderung, und Sie sagen ganz richtig, nur dass ich ein Menschenrechtsdokument oder einen Grundrechtskatalog rechtlich verbindlich mache, hilft an sich noch nichts. Sie haben auch das Beispiel der sowjetischen Verfassung genannt, man könnte auch andere, auch auf internationaler Ebene, wir haben wunderbare verbindliche Grundrechtskataloge, voraussetzungsfreie Diskussion, aber wenn man die Banjul-Charta anschaut, was da, also die afrikanische Menschenrechtskonvention, was da alles garantiert ist, und wenn man sich anschaut, wie das dann in die Realität übersetzt wird, da sieht man natürlich riesige Spannungen, und den wichtigsten Punkt, den ich dazu machen möchte, ist, und das war natürlich überhaupt, konnte auch nicht Teil sein, dieses Vortrags, die Musik spielt oft und relevant bei den Rechtsschutzmechanismen. Also ob und inwieweit ein verbindliches Menschenrechtsdokument echt zum Leben erwacht und wirksam ist, hängt ganz entscheidend davon ab,
welche Rechtsschutzmechanismen möglich sind. Und der Erfolg der Europäischen Menschenrechtskonvention hängt ganz entscheidend davon ab, dass es einen Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gibt und dass grundsätzlich jeder von uns, von im Moment noch von Lissabon bis Vladivostok, wenn eine Verletzung passiert, sich an diesen internationalen Gerichtshof in Straßburg wenden kann und die Chance hat, eine Entscheidung zu bekommen, die das nationale Handeln korrigiert oder verbessert. Also das ist ein ganz entscheidender Faktor, was Wirksamkeit dieser Erklärungen betrifft, überhaupt im Recht. Es geht nie nur um die materiellen Garantien, sondern immer ganz entscheidend auch um die Rechtsum- und Durchsetzung. Ja. Eine Frage, die ich gern stellen würde, Sie haben die Kinder der Menschenrechtsdeklaration erwähnt und im Wesentlichen die multilateralen Kinder sozusagen genannt. Ich frage mich ein bisschen nach den unilateralen. Das heißt, wir haben diese Welle der Neuverfassungen in der Entkolonialisierung. Wir haben eine Welle neuer Verfassungen nach 89. Wir haben möglicherweise jetzt akut oder vor einigen Jahren im arabischen Frühling so eine Tendenz dazu, so etwas zu tun. Würden Sie sagen, ich meine, die deutsche Verfassung haben Sie erwähnt, die ist vermutlich eher aus dem gleichen Geist als in Nachahmung entstanden. Aber was würden Sie sagen allgemein? Ist das Muster, das man sicher eingebaut hat in Verfassungen in der Zeit? War das wechselnd oder hat man doch letztlich den Rückgriff auf ältere Erklärungen, amerikanischen Traditionen oder sonst etwas, den Vorzug gegeben? Danke. Ich meine, das ist jetzt natürlich ganz allgemein gesprochen, wenn wir über die Vielfalt der Verfassungen reden, also Verfassungsvergleicherinnen und Vergleicher werden jetzt leiden bei dem, was ich sage. Ich glaube schon, dass man sagen kann, dass die allgemeine Erklärung der Menschenrechte hier ganz besonders wirksam war. Also Sie sagen, für die zeitgenössischen oder quasi zeitgenössischen Verfassungen, die wirklich im selben Geist, mir fehlt auch die Formulierung, entstanden sind, aber zum Beispiel auch, Sie haben es auch erwähnt, nach 89, für die neuen Verfassungen Osteuropas war das sehr wichtig, auch für den, zum Beispiel für die kosovarische Verfassung. Aber, und da müsste man dann vielleicht auch schon von den, ohne mir jetzt in Probleme hineinreden zu wollen, von den Enkeln und Urenkeln reden, nämlich über die Brücke zum Beispiel jetzt gerade in Europa der Europäischen Menschenrechtskonvention. Die Europäische Menschenrechtskonvention 1950 ist eben auch aus diesem Geist und die als verbindliches Menschenrechtsdokument ist einfach ja, der menschenrechtliche Goldstandard für Europa. Der ist wichtig geworden für die Grundrechtecharta der EU, die bildet die MRK, aber damit natürlich die allgemeine Erklärung, also wenn Sie so wollen, die europäische Verfassung, die es technisch nur beschränkt ist, aber eben auch diese ganzen neuen Verfassungen in Europa schreiben ab, zum Glück von der EMRK, aber die spiegelt wieder die allgemeine Erklärung der Menschenrechte wieder. Und so gibt es dann oft Zwischenschritte, aber dass es ein relevantes Zurückgehen auf ältere Menschenrechtsdokumente gegeben hätte, ich glaube, das wird man nur ausnahmsweise finden und oft kann man es gar nicht sagen, weil ein hohes Maß an Ähnlichkeit ist. Aber ich glaube, das wollte ich auch am Schluss betonen, dass die allgemeine Erklärung der Menschenrechte schon ein ganz entscheidender Referenzpunkt ist und in allen relevanten, jedenfalls internationalen Akten wird die ganz besonders, sagen wir mal, betont, wenn ich mich richtig erinnere, zum Beispiel hat auch die kosovarische Verfassung in der Präambel einen ausdrücklichen Verweis auf die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Und in allen menschenrechtlichen Debatten ist das die Basis, auf die man sich trotz allem dann noch am besten verlassen kann, weil wir haben auch heute, das ist auch wichtig, es gibt heute keinen Staat auf der Welt, der sagen würde, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist irrelevant oder ist irgendwie komplett falsch und abzulehnen. Es gibt alle möglichen Versuche, das irgendwie zu rebalancieren und umzulenken, aber das ist auch, wenn man sich manchmal vielleicht ein bisschen entmutigt fühlt und sagt, es ist irgendwie alles Relativismus und es fällt alles auseinander. Gerade wenn man die 1993er Erklärung anschaut, die Wiener Erklärung, auch da wurde noch einmal bekräftigt und da war die Welt schon viel bunter, dass die allgemeine Erklärung der gemeinsame universale Referenzpunkt ist für die Menschenrechtsdebatte, nach wie vor. Ja, vielen Dank für Ihren Vortrag. So, ich habe einfach eine Merkung vor meiner Beschäftigung mit der Philosophie von Schallmann. Ja. Ich arbeite ein bisschen zu Schallmann. Mhm. Der ist ein libanesischer Philosoph und war sehr intensiv mit beschäftigt in dieser Erklärung.
Aber sage ich mal, leider haben wir auf Arabisch die Dokumente erst vor ein paar Jahren bekommen und das Archiv haben wir erst vor ein paar Jahren aus den USA über 60.000 Dokumente im Libanon wieder gekriegt. Meine erste Anmerkung bezieht sich auf diese Übersetzung von allgemeiner Erklärung für Menschenrechte, die Charles Malek ins Arabische oder im Arabischen betreut hat. Wir haben schon zuvor zwei Übersetzungen im Arabischen, eine von der Vereinten Nationen und zweite, die philosophisch von Charles Malek betreut ist. In diesem Zusammenhang, der Titel lautet im Arabischen Alami. Das heißt, Charles Malek verwendet nicht den klassischen philosophischen Begriff von Kauni, von Universalität, sondern Alami bezieht sich auf die Welt und meint weltlich. So, das heißt, Menschenrechte sind nicht göttlich oder von Gott gegeben, wobei Menschenrechte, Charles Malek, ist eine große Debatte bei ihm. Zweitens, so Alami bedeutet auch konsensorientiert, weil die ganze Welt, damit gemeint die Staaten, Sie haben das zu Recht erwähnt, kein Staat hat das abgelehnt sozusagen. Und daher wäre das in diesem Sinne geografisch gemeint oder so konsensorientiert gemeint. Das wollte ich nur einfach in die Diskussion einbringen, weil es zeigt, wie interkulturell diese Debatte ist. Zweitens, zweite Anmerkung, ist sie intrakulturell. Was ich von den Dokumenten entnehmen kann, von Charles Malek, dass Charles Malek die saudische oder die Saudi-Arabien-Vertreter überzeugt hat, sich zu enthalten. Es gab intensive Debatten zwischen Charles Malek und Vertreter von Saudi-Arabien, das liest man im arabischen Dokumente, dass er gesagt hat, ja, Religionsfreiheit ist ein sensibles Thema, aber im Libanon, wo über 15 Religionsgemeinden zusammenleben, können wir das nicht ablehnen. Und dann war die Enthaltung ein Kompromiss sozusagen. Das ist nicht so einfach, weil die Saudi gesagt haben, so machen wir, sondern es gab eine interne intrakulturelle Debatte zwischen einem christlichen arabischen Philosophen, weil Malek ist ein christlicher Philosoph und Christentum spielt vor allem Thomismus in seiner Philosophie eine sehr starke Rolle. Die dritte Bemerkung ist biografisch. Wir wissen, so in der Präambel reden wir immer von Unrechterfahrung, das ist klar. Biografisch aber ist ja bei Charles Malek festzustellen, dass er von den SS ja in Freiburg geschlagen wurde und daraufhin musste er Freiburg verlassen. Er war ein Student von Heidegger und saß bei Heidegger. Er ist der Erste, der über Heidegger im englischsprachigen Raum promoviert hat, über Zeit und Being bei Whitehead und Heidegger, und er ist ein Schüler von Whitehead gewesen. Dann war eine kleine biografische Ergänzung sozusagen heutzutage, das ist von diesem Unrechtsgefühl, was in Deutschland entstanden ist, auch mit eingeflossen könnte, so sagen, mit ein, aber es ist nicht klar, so genau. Das ist meine dritte Anmerkung. Meine Frage ist, Sie haben von Normativität gesprochen, ich glaube im juristischen Sinne. Finden Sie nicht im philosophischen Sinne, dass die Normativität, wenn wir von Menschenwürde und Menschenrechte von Anfang an in der Deklaration verbindlich, wir reden über, was es sein sollte für alle Menschen. Und daher die philosophische Normativität wäre verbindlicher. So wäre meine Frage, so juristische Normativität noch mit philosophischer Normativität zu verstärken. Okay, danke. Danke vielmals. Also danke vor allem für die Anmerkungen zur arabischen Sprache. Vielleicht können wir da nachher eh noch weiterreden, weil ich finde das sehr interessant, weil das nochmal andere Konnotationen auch noch dazu kommen, zu denen wir schon diskutiert haben, weil Sie gesagt haben, weltlich im Sinne, im Gegensatz auch zu göttlich oder weltliches Recht im Sinne zu göttlichem Recht, aber das, man sieht eh, Sprachenvielfalt schafft Probleme. Interkulturell, das war auch sehr interessant. Ich merke auch nur an, Pakistan, auch nicht selbstverständlich, der pakistanische Delegierte hat am Schluss für die allgemeine Erklärung der Menschenrechte gestimmt, dass sie sich nicht enthalten, sondern dafür auch für das Konversionsrecht. Das wäre heute wahrscheinlich auch womöglich anders. Also man sieht, dass da auch Dinge anders gelaufen sind, als man vielleicht erwartet, auch weil die eine gewisse, teilweise zumindest eine gewisse individuelle Freiheit hatten, diese Persönlichkeiten, die da gespielt sind. Sie haben natürlich auch Interessen ihrer Staaten vertreten, aber man müsste dann auch jeden Fall noch einmal eigens anschauen. Ich habe auch schon erwähnt, der chinesische Delegierte hat auch in anderer Weise agiert, als man das vielleicht
heute von China erwarten würde, nicht nur wegen der Zeit, die dazwischen liegt, sondern auch, weil China politisch damals anders in der UNO vertreten war, als das heute der Fall ist. Zu dem Punkt mit der Normativität, ganz klar, meine Aufgabe war, über die juristische Seite der Normativität zu sprechen, weil wir arbeiten uns davor, aber das ist natürlich nochmal auf ganz anderen Ebenen und insbesondere auf anderen Ebenen Relevanz hat, was in dieser normative Relevanz hat, was in dieser allgemeinen Erklärung der Menschenrechte steht, das ist gar keine Frage. Ich wollte ja eigentlich sogar die Brücke in diese Richtung bauen, um einerseits, das muss man immer klarstellen, das ist ein an sich unverbindlicher rechtlicher Text, aber schon rechtlich hat der über die Entwicklung der letzten 70 Jahre in vielfältiger Weise, ich habe ja versucht, vier Elemente aufzuzeigen, auch juristische Elemente juristischer Verbindlichkeit entwickelt, was die Brücke zu moralischer Normativität nur noch klar macht, aber die ist bekanntermaßen an anderen Maßstäben zu messen und da müssen wir halt auch zuerst einmal klären, sagen wir mal, von welchen moralphilosophischen Voraussetzungen wir ausgehen wollen und das ist wieder die Stärke dieses vielleicht in manchen abgespeckten und vielleicht auch ärmlich wirkenden juristischen Texts, dass es natürlich auch zugänglich ist für unterschiedliche Weltanschauungen und vieles offen lässt und eben in dem Sinn, also und zwar jetzt in allen Sinnen, die Sie genannt haben, weltliches. Also in dem jenseits, sagen wir mal, einer Festlegung auf göttliches oder nicht göttliches Recht und weltlich aber auch universal allen oder fast allen, den meisten zugänglich. Ja, ich habe eine Frage in Bezug auf diese regionalen Initiativen, die zum Schluss Ihres Vortrags noch erwähnt haben. Zum Beispiel haben Sie ASEAN genannt und Sie haben, wenn ich es richtig verstanden habe, darin einen Schritt gesehen zu relevanten Garantien, das war glaube ich ein Wort, was Sie gebraucht haben von Menschenrechten. Aber möglicherweise war das nicht alles, was Sie dazu sagen würden. Jedenfalls wäre meine Frage, gehört das noch in die Wirkungsgeschichte von 1948 hinein oder sind das schon Versuche, das Ganze zurückzudrängen? Im Namen der Besonderheit der Kulturen. Also auch im Vorfeld der Wiener Konferenz hat es ja solche Initiativen gegeben. Die haben sich durchgesetzt in Wien. Aber wo Sie insbesondere ASEAN erwähnt haben, die Backlog Declaration, da steht das ja drin mit einer anderen Pointierung als in Wien. Also wie würden Sie da die Balance? Danke. Das ist eine besonders schwierige Frage, vor allem weil man eben, man redet dann so leicht über Weltregionen und dann sagt man am Schluss, eben, ich habe mir ja zeitlich vorgearbeitet, ich habe gesagt Europa 50, die Amerikas 69, Afrika 81 und Asien, ja. Asien ist natürlich wahnsinnig vielfältig, riesig, kompliziert. Ihre Frage zielt ja darauf hin, gibt es irgendwie so eine Linie oder so eine Art Kontinuität, so habe ich Sie verstanden, die Frage, von der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte her, die wir irgendwie nachvollziehen können, die vielleicht so Abweichungen hat, aber wo man das irgendwie spürt, oder sind wir eigentlich, heute schon gerade, Sie haben ASEAN erwähnt, ist es eigentlich schon ein Aliud, ein anderes Projekt, das vielleicht nach außen gewisse Parallelen hat und eine Ähnlichkeit vortäuscht, die in der Substanz gar nicht da ist. Das ist, ich glaube, wirklich eine große Herausforderung. Vielleicht fange ich mal in einem anderen Teil von Asien an, nämlich was eben die arabischen / muslimischen Staaten betrifft, da müssen wir vielleicht auch nochmal unterscheiden. Aber wir hatten ja da die Kairo-Deklaration, die eine explizite Kampfansage war an vieles, was die allgemeine Erklärung der Menschenrechte wollte. Wenn wir jetzt die revidierte Charta, die islamische Menschenrechtscharta anschauen, haben wir eine deutliche Rückbewegung, die ist deutlich, sind immer noch, sagen wir mal, große Herausforderungen, aber das ist deutlich kompatibler, deutlich komplementärer angelegt als jedenfalls als die Kairoer Erklärung. Ich wäre auch da vorsichtig zu sagen, ist das jetzt, das kann man sich aussuchen. Letztlich, wenn man sagt, das war eine völlige Gegenbewegung und jetzt sind wir wieder on track oder da gibt es irgendwie eine rote Linie, die sich durch alles durchzieht. Wenn wir als Referenzpunkt die Wiener Erklärung nehmen von 1993, wo sich alle noch einmal auf gewisse, doch interessante Formulierungen geeinigt haben,
Dann haben wir ja speziell dieses Bekenntnis zur Universalität der Menschenrechte, dann mit dem Zugeständnis an die Unterschiedlichkeit der Kulturen, der Kontexte etc. Aber dann noch einmal eingefangen, aber letztlich müssen es alle die gleichen Menschenrechte verwirklichen. Also so mal mit einem leichten Vorrang für die Universalität. Ich sehe nicht, dass Staaten formell oder deklariert aus diesem Konsens heute ausscheiden würden. Das sehe ich auch nicht bei ASEAN. Also insofern wäre ich bereit zu verteidigen, dass es da eine gewisse Kontinuität gibt. Das habe ich auch am Schluss versucht, als Hoffnung zu formulieren. Ich glaube, da können wir auch weiterarbeiten. Also nicht im Sinne, dass man das zu schnell aufgibt. Ich glaube, das wäre das Anliegen. Aber dass natürlich da ganz unterschiedliche Vorstellungen im Hintergrund mitlaufen, dass sich natürlich, das habe ich ja alles ausgeblendet und ausblenden müssen, was sich geopolitisch verschoben hat in dieser Zeit. Wer heute relevante Akteure sind, das sind natürlich unglaubliche Herausforderungen. Aber ich sehe zumindest noch keine Notwendigkeit zu sagen, dass das Projekt der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte in gewissen, also nicht insgesamt und auch nicht, dass es in gewissen Weltregionen, sagen wir mal, zwingend gegen die Wand gelaufen ist. Ich bitte um eine kurze Stellungnahme noch. Wir haben nur bis Mitternacht Zeit. Bitte, es ist völlig ausgeschlossen, alle Wortmeldungen noch aufzunehmen. Wir müssen dann weitermachen mit dem nächsten Vortrag, weil es wirklich, wir müssen heute noch fertig werden. Ja? Es ist ausgeschlossen, wir sind, bitte um Entschuldigung, es tut mir, ist mir peinlich leid. Ja? Es ist immer dasselbe, aber es ist so. So, bitte, kurze Meldung. Ja? Also wir leben mit der Vorstellung, dass wir uns in freien Staaten selbst regieren, ohne König, ohne die Staaten, ohne Staatspartei und auch ohne Gottheit. Daher, der Ausdruck Erklärung der Menschenrechte, wer erklärt hier etwas? Das Recht geht, so denken wir, vom Volk aus oder von einem Parlament wenigstens aus, das frei gewählt wurde oder gewaltfrei gewählt wurde. Und das, wir sind doch in einer Spezialposition, die Mehrheit der Menschheit lebt doch in despotischen Verhältnissen. Also Erklärungen werden uns nicht viel helfen. Und wenn wir dann von den islamischen Staaten, ich bin schon fertig, das sind 57 islamische Staaten, also das Demokratien sind das nicht. Erklärungen sind nützlich und ich freue mich, wenn niemand aussteigt, aber es ist eine sehr schwache Basis, glaube ich. Okay, ich bin auch in meiner Antwort, kurz. Also erklärt haben, also wenn wir die Charta der Vereinten Nationen hernehmen, da heißt We the Peoples. Also das ist auch wieder eine Anlehnung an die US-Verfassung. Also wir, die Völker der Vereinten Nationen, was das auch immer genau heißt. Es ist deshalb bedeutsam, weil das heißt, das ist auch das, was Völkerrecht verkörpert. Das ist nicht eine universale Demokratie oder so einen Weltstaat, welcher Art auch immer, sondern das ist ein staatenstrukturiertes Gebilde. Und das war die Arbeitshypothese damals und es ist auch heute, dass wir zu unser aller Wohl alle Staaten der Welt zusammenarbeiten müssen, sollten. Und das sind ganz unterschiedliche Systeme. Das waren zu allen Zeiten demokratische und nicht demokratische Staaten. Also das, wobei das nicht zwingend die Autorität dieser Menschenrechtserklärung schwächen muss. Jedenfalls, wenn man sich wünscht als Akt einer wie immer gearteter Weltdemokratie, dann reden wir wirklich über ein, auch im guten Sinne, über ein utopisches Projekt. Aber die Stärke der universalen oder allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ist, dass wir die tatsächlich haben und dass sich die, glaube ich, auch bewährt hat. Aber wenn Sie sich fragen, wie legitim sind diejenigen, die damals mitgewirkt haben und über die Jahre Menschenrechtskonventionen unterzeichnet und ratifiziert haben. Ja, das ist eine Debatte, die man, glaube auf Nachmitternacht vertagen müsste. Ja, vielen herzlichen Dank. Danke, wir danken Herrn Professor Bauer für den grandiosen Vortrag.